Hallo, hier ist wieder das Defi.jetzt-Team mit Mario, mit Ralf. Hallo. Und mit mir, Tor Alexander. So, und heute geht es um den Monatsrückblick für den Mai 2021. Entgegen seinen Beteuerungen ist der Dennis heute nicht dabei. Also machen wir das dann zu dritt und alleine und versuchen uns hier durch die Themen, die im letzten Monat auf uns eingeströmt sind, durchzukämpfen. Vielleicht ist er beim nächsten Mal dabei. Würden wir uns freuen. Und im Mai hatten wir also die folgenden Gespräche. Zum einen das Thema Krypto und Recht mit dem Professor Büch. Und das war sehr interessant. Unter anderem hat er uns da einen Code of Conduct empfohlen. Dazu wird es demnächst auch noch einen weiteren Podcast von uns geben. Und wir hoffen natürlich auf eine Nummer-2-Ausgabe zu Krypto und Recht mit Dr. Büff. Und wir hatten auch den Dead Art da, der uns etwas zu Steemit und Hive und die Historie über beides ein bisschen aufgeklärt hat. Und ein Highlight im Mai war ein Vortrag, Aufzeichnung mit Johannes Pfeffer von EDPA zum Thema DeFi Bridge Teil 3. Und dort ging es darum, wie können wir mit Bahnbridge und unter anderem Zinsen, feste Zinsen an ein variables Geschäft überführen. Und hier, jetzt leite ich über zu Mario, der wird uns etwas zu unserem Podcast Verfügbarkeiten sagen. Genau. Da bin ich ja zurzeit auch dran, dass wir uns überall hören können sozusagen. Also gute Nachrichten für uns im Mai, für unsere Hörer und unsere Zuschauer. Wir sind jetzt auch bei Spotify und Co. Und Co. steht in dem Falle jetzt zum Beispiel für Google Podcasts oder für die Radio Public, sagt es mir, die kenne ich jetzt persönlich nicht. Also wenn ihr kein Spotify und kein Google Podcast habt, sucht uns einfach mal in eurer Podcast-App. Der Ralf hat vorhin auch schon gesagt, er hat uns gefunden. Ausstehen tut da jetzt noch Apple zum Beispiel. Die scheinen ein bisschen genauer zu prüfen, aber das kommt alles noch. Wir sind bald auch überall verfügbar, wenn er uns jetzt noch nicht überall findet. Aber bei Spotify auf jeden Fall schon. Lass uns noch mal ein bisschen kurz über die wichtige Sachen aus den Gesprächen vom letzten Monat reden. Ralf, was ist dir noch so als interessante Wortmeldung von Markus Büch in Erinnerung geblieben? Ja, wie gesagt, dass er eigentlich auch das ethisch und rechtlich noch nicht abgesichert, aber eine ethische Absicherung, dass man sich im Kryptobereich eben, trotzdem es noch nicht alles überall reguliertes Recht gibt, dass man sich einen selbst auferlegten Code of Conduct, so heißt das, anerziehen sollte oder anerkennen sollte und dass darüber hinaus über solchen Code of Conduct er empfiehlt, auch entsprechende Kryptoangebote entsprechend gekennzeichnet werden. Und wenn ein solcher allgemeingültiger Code of Conduct von allen vertrauenswürdigen Anbietern auch eingehalten wird, dann wird im Crypto-Space auch noch mehr Vertrauen durch die vielen neuen Anwender auch erzeugt werden und akzeptiert werden. Das war so eines der Highlights aus dem Gespräch, was ich dort mitgenommen habe. Mario, willst du noch was dazu sagen oder willst du was zu Steemit und Hive? Was ich noch beim Durchhören des Podcasts mich erinnert kann, dass der Herr Professor Büch das so witzig fand, dass es eigentlich, dass alle Leute im Krypto, wir wollen alle Dezentralisierung und wir wollen alles ohne einen Staat und aber einen NFT jetzt den Eigentum oder das Eigentum an einem NFT nachzuweisen, da ist halt schwierig, ne? Braucht man am Ende immer noch irgendeine Exekutive oder irgendein rechtliches Konstrukt, was einem dann sagt, wer den NFT hat, der weist auch den Eigentum einer Sache nach. Also in dem Sinne, es bleibt spannend auf dem Thema. Das habe ich zumindest mitgenommen aus dem Gespräch. Und die mit Hive, was hast du da noch in Erinnerung? Da muss ich sagen, den muss ich noch hören, Thor. Okay.
Ja, du bist ja nicht immer bei den Gesprächen mit dabei. Dafür machen wir Genau. beide ja auch immer die Tutorials. Aber ich habe mir zum Beispiel aus dem DeFi Bridge Teil 3 gemerkt, da der Johannes sagt, dass Proof of Stake, nee, Proof of Work beim Bitcoin zurzeit der beste Algorithmus ist, bis man den besseren gefunden haben. Das habe ich so mitgenommen. Ja, aber ich musste es lange aus ihm rauskitzeln. Am Anfang hat er immer so ein bisschen eine Anti-Meinung gegen den Stromverbrauch von Bitcoin gebracht. Und ich habe heute einen Artikel oder gestern gelesen von Jimmy Song, das ist so Bitcoiner, und der verlinkt dann auch mal ganz gute andere Artikel. Und da würde ich mal kurz was zitieren. Weil da geht es eigentlich auch um die Bedeutung des Energieverbrauchs und auch über die Kardaschew-Skala, die wir ja auch mal, ich glaube, im letzten Monatspodcast angesprochen hatten. Lesen mal kurz was vor, aber nicht allzu lang. Also am Anfang in dem Artikel, den verlinke ich dann auch in den Shownotes. Also Geld ermöglicht, Ressourcen zu befehlen. Wenn Energie die Fähigkeit ist, Arbeit zu verrichten, dann ist die Fähigkeit, Ressourcen zu kommandieren, selbst eine Form potenzieller Energie. Und tatsächlich waren Geld und Energie schon immer verbunden. Und das fand ich eine interessante Erkenntnis. Es geht dann weiter. Es geht uns nicht nur um Energie, sondern um energetische Ordnung. Wir wollen unsere Energie in destillierter Form. Wir wollen Energie, die einfach zu steuern und zu transportieren ist, wo immer wir sie brauchen. Und wir wollen Energie, die für alles nutzbar ist. Und dieses Energie, dieses Destillat, worauf der Autor des Artikels spricht oder anspielt, ist halt Strom, also Elektrizität. Und am Ende des ziemlich langen Artikels gibt es noch im Fazit was, speziell jetzt auch zu Bitcoin. In Bitcoin haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine Technologie, die einen direkten finanziellen Anreiz für die Entdeckung billiger Möglichkeiten zur Energienutzung bietet, die sich nicht um geografische Lage, Verbrauchernachfrage oder andere historische Hindernisse für die Energieerzeugung kümmert. Also diese vagabundierende, diese gestrandete Energien, die ich auch angesprochen hatte mit sagen wir mal, Back an to crypto. entlegenen Orten oder bei Erdgas, Erdölbohrung. Weiter geht's hier. Dementsprechend glauben wir, dass das Aufkommen des Bitcoin-Minings die größte Revolution in der Energieerzeugung seit fossilen Brennstoffen und der industriellen Revolution auslösen wird. Es birgt das Potenzial, die Menschheit auf der Kardaschew-Skala nach vorn zu bringen und uns zu motivieren, die Energieressourcen unseres Planeten und darüber hinaus zu beherrschen. Geld skaliert nicht als Reaktion auf den Energieverbrauch der Gesellschaft, es verursacht ihn. Truff Bansal, Bitcoin Astronomie Teil 2. Und das fand ich einige bemerkenswerte Anmerkung zum Thema Energieverbrauch. Aber apropos Energieverbrauch, da kommen wir ja dann auch noch mal gleich noch dazu, ne? In Neuigkeiten, wer das noch nicht gehört hat. Ja. Ja. Genau. Wollen wir gleich die Überleitung machen zu den Neuigkeiten? Nee, ich Kann muss mal ich? fragen, hast du nicht noch eine Folie zu den Tutorials machen Ja, sollen? doch, na klar. Ich hatte noch eine Tutorial-Folie Wo ist auch. denn die abgeblieben? Müsste Ah, das wohl hier, sein. Tutorial, Entschuldigung. na klar, genau. Willst du das aber zu was sagen, Thor? Ja, genau. Wir hatten also wir hatten dieses lange Interview mit Sergej. dem Johannes Pfeffer. Nee. Und bin jetzt noch beim letzten. Und da hatten wir in der Mitte ja das Tutorial drinne und das habe ich mühevoll rausgeschnitten und als Tutorial quasi separat veröffentlicht. Das vorletzte, was wir gemacht hatten im letzten Monat, das vorletzte Tutorial von den dreien, war, dass der Mario die SecuX Hardware Wallet testen musste, weil ich hatte die ja schon in meinem Hardware Wallet Führer 2019 getestet. Und da hatten wir eine sehr ausführliche Vorstellung, wie man die Wallet initialisiert, wie man da auch Transaktionen und Ähnliches macht. Das hatten wir da gezeigt. Und ich habe auch schon Rückmeldungen
von der Niederlassung der SecureX-Vertretung in Deutschland bekommen, weil wir auch da einen Vorschlag gemacht hatten bezüglich DeFi-Anpassung. Und da kam die Rückmeldung, dass die SecureX jetzt in Kürze über Wallet Connect quasi angeschlossen werden kann. Also auch mit One Inch zum Beispiel. Endlich. Da die Möglichkeit, mit Wallet Connect zu verbinden. Und wir beide haben, weil wir das so ein schönes, langes Tutorial gemacht hatten, haben jetzt da auch die Möglichkeit bekommen, irgendwelche neuen Funktionen zu testen. Ich habe die Mail nur heute bekommen, ich habe sie nur überflogen. Müssen wir mal sehen, was wir da Schönes dann auch noch ausprobieren dürfen. Mhm. Und wir hatten dann natürlich auch wieder den Sergei von One Inch zu Gast und haben mit ihm auch wieder ein nettes, ausführliches Tutorial zu One Inch und zur Nutzung mit MetaMask gemacht. Und er hatte ja dann auch ein bisschen was dagelassen, ein paar One-Inch-Token und ein bisschen BNB. Und da hatten wir dann nochmal ein zweites Tutorial gemacht, um die abzuverfügen. Ja. Ist eine gute Überleitung zu den News, ne? Weil eigentlich ist ja sowieso alles egal, ne? Also wer es nicht mitbekommen hat, diesen Monat, China hat Krypto verboten, China hat Bitcoin-Mining verboten, Elon Musk sagt, Bitcoin ist nicht gut für die Umwelt und ich glaube, nach meinen letzten Infos haben sich alle geeinigt, dass jetzt der Bitcoin vorbei ist, ne? Oder was sagt ihr dazu? Ja, ich würde denken, wir stehen am Anfang von konzertierten Aktionswellen, die kommen werden. Entweder die G7 oder die G20 haben das initiiert. Wir sehen ja im Mai, dass sich die Finanzaufsicht der USA zur Regulierung sehr eindeutig, auch steuerlichen Regulierung sehr eindeutig geäußert hat. Wir haben am 27. Mai in Deutschland mal eine kleine lancierte Nachricht aus dem Finanzministerium bekommen, dass jegliche Kryptotransaktionen dem Geldwäschegesetz und damit der Nachweispflicht unterliegen. Ist egal, ob man Sender oder Empfänger ist. Jede Transaktion soll eventuell ab 2022 oder 2023 aufgehoben Nachweis werden. Entweder, ich meine, die Begriffsdefinitionen, die man in Deutschland dort gefunden hat, die sind sehr klar und eindeutig beschrieben, aber ich glaube, die haben noch nicht das Potenzial verstanden, was im DeFi-Sektor handelt, dass man dort Transaktionen eigentlich nicht so recht nachweisen kann. Das Einzige, was man in der Hand hat und was man regulieren kann, ist das Off- und Onboarding oder das On-Ramp, Up-Ramp-Boarding, also dort, wo ich Fiat-Geld in Krypto tausche oder Krypto in Fiat-Geld. Die Frage ist nur, wann ist On-Ramp noch von Fiat zu Krypto? Könnte das in dem Sinne, dass der Kryptobereich vielleicht massiv wächst, weil der Wert des Papiergeldes, des Fiat-Geldes verfällt in Zukunft, weil wir sehen ja eine massiv rasante Entwicklung auf den Baumarktpreisen. Das wird sich auch nachziehen in anderen Preisen, sei es Reisen werden jetzt massiv teuer. Ich habe gerade eine Reise gebucht nach Griechenland. Das ist unwahrscheinlich, wie teuer das ist. Und so weiter und so weiter, also eine rasende Inflation, die dort kommt, eine Entwertung. Und dann könnte Off-Ramp auch oder On-Ramp auch mal heißen von Krypto zu Fiat. Und heute ist es noch Fiat zu Krypto. Aber wie gesagt, ich nehme an, dass die Schweiz bald nachzieht. China hat es ja auch getan, indem Mining eigentlich verboten worden ist. Jetzt auch eine zweite Neuigkeit, wo ich eigentlich mich wundere, dass das zugelassen wird. Chinesische Kryptominer weichen jetzt nach Texas aus. Das ist auch sehr interessant, wo wir in einem Handelskrieg sind. Aber an dieser Stelle geht offensichtlich Geschäft von China nach USA. Das ist immer herzlich willkommen, aber umgedreht offensichtlich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, wir stehen am Anfang von einigen Wellen, wo die Krypto oder versucht wird, Kryptoregulierung und ja, das sogenannte Ende des Bitcoins vielleicht einzuleiten, probiert wird. Ich glaube allerdings nicht, dass es so schnell gelingen wird.
Es hat ja eine andere große Währung, also oder der Versuch, eine Währung zu etablieren, eine Weltwährung, hat ja auch einen Rückschlag erlitten. Diem, das ehemalige Libra, hat sich ja aus der Schweiz zurückgezogen und hat jetzt einen Zahlungsdienstleister, Provider in den USA, inklusive eines US-Dollar-basierten Krypto-Tokens oder Coins, Stablecoins beantragt. Und es will jetzt eigentlich ein Zahlungsnetzwerk nur noch werden. Ich glaube, Facebook war daran schuld, dass letztendlich dann alle Zentralbanken und Geschäftsbanken mal wach geworden sind. Und ich glaube, das ist der Anfang von das Imperium schlägt zurück. Das hiesige, alteingesessene Finanzkapital, das ist meine Meinung dazu. Ja, wie seht ihr denn das? Also ich denke nicht, dass das Krypto tot zu machen ist. Ich denke eher, wenn die, die können halt nur die Ein- und Ausgangsstellen oder die Ein- und Ausgangstore in Krypto und raus aus Krypto, die können halt nur reguliert werden und dann bleiben wir halt in. Und warum soll ich irgendwas mit schlechtem Geld kaufen? Ja. Also ja. Wenn ich jetzt irgendwie Wohnung, Haus, Yacht, was auch immer, Lamborghini kaufe ich nicht, kaufen will, da kann ich auch mit Bitcoin bezahlen. Und wenn der Gegenüber versteht, dass das ein besseres Geld ist, dann würde er das lieber akzeptieren als die ganzen Restriktionen und Beschränkungen beim Fiat-Geld. Weil das nächste Ungemach sind ja diese Bargeld-Obergrenzen. Und diese chiralen Obergrenzen, die jetzt natürlich auch die, wo die Berichtspflicht, früher war es ja angeblich 10.000, das war früher auch nicht, das wurde schon bei oberen vierstelligen Beträgen immer an die Geldwäsche-Verdachtsstellen weiter berichtet. Aber da kann man auch nicht mit einer Datenschutzauskunft auf die Spur. Aber im Prinzip wurde da schon massiv nachgefragt oder bei Merkwürdigkeiten an, ich weiß nicht, an welche Stellen das weitergeleitet wird, an Zoll oder an irgendein Landeskriminalamt, keine Ahnung. Ich denke, es wird mit mehr Regulierung wird der Drang, in Krypto zu bleiben, immer ausgeprägter werden. Ich frage mich eigentlich, ob's, wenn jetzt denn die Europäische Zentralbank oder auch die amerikanische, wenn die dann jetzt mal mit ihren Kryptowährungen um die Ecke kommen und mal den digitalen Euro bringen und den digitalen Dollar, das sollen sie doch auf dem Markt anbieten. Habe ich mir so gedacht, sollen sie rausgeben und dann werden wir mal sehen, wie die Leute den benutzen. Dann können wir den am Ende bei Uniswap gegen Stablecoins noch swappen und was weiß ich, oder tauschen, besser gesagt. Bringt doch einfach die Währung raus, gebt den Leuten den Code an die Hand und dann schauen wir mal, was die Open-Source-Community, wie die das vielleicht am Ende sogar in DeFi integriert kriegt. Naja, das könnte schon passieren, aber bis dahin müssen die Zahlungsvereinfachungen und die Skalierung der Überweisung im Kryptobereich natürlich noch viel, viel besser werden, ja. Ja. Ich meine, es dauert einfach zu lange. Du weißt nie, wann dein Geld zumindest im Bitcoin jetzt ankommt oder im DeFi-Bereich. Die Transaktionen stehen in Schlange. Wir müssen erstmal, das Skalierungsproblem muss gelöst werden. Da hilft auch Lightning nicht viel, weil wenn du ein Lightning aufmachst, das kann, je mehr partizipiert in deinem Lightning-Netzwerk oder Teilnehmer in einem Channel sind, du bezahlst ja in jedem, der was weiterleitet, einen Obolus und jeder muss mindestens der Geld weiterleitet, ja über die gleiche Liquidität oder eine Mindestliquidität, damit er alle Ströme, Zahlungsströme bedienen kann, verfügen, also im Gesamt des Ende-zu-Ende-Kanals. Und wenn du jedes Mal für jede Peer-to-Peer-Zahlung einen eigenen Lightning-Kanal aufmacht, das kostet ja auch Geld. Ja, da verbrennst du auch schon wieder ganz schön viele Bitcoins im Lightning-Netzwerk. Insofern, da ist schon noch ein Stück der Wege zu gehen, dass man alle Transaktionen, die heute über Fiat auch relativ einfach schon möglich sind, dass die über Krypto mindestens genauso einfach und kostengünstig möglich werden. Für den internationalen Zahlungsverkehr ist das kein Thema, ja, wo ich die 7-10% des SWIFT-Netzwerkes außerhalb der EU abdrücken muss an des Betrages, den ich überweise.
In Krypto ist das viel, viel einfacher, günstiger und schneller. Da geht das, aber wer von uns macht bei Inlandszahlungen eine Auslandszahlung? Macht man nicht. Und da muss man halt warten, dass das noch besser wird. Und Mario, ich muss dich mal maßregeln. Eine Zentralbank kann keine Kryptowährung rausbringen. Kann eine Digitalwährung rausbringen. Eine Kryptowährung hat per Definition 6 Eigenschaften. Global, zensurresistent und noch viele andere Sachen. Und eine zentral gesteuerte Währung ist nie zensurresistent. Und die ist auch nie neutral. Also, dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie erleben gerade die Geburt eines Krypto-Zulassungsstelle, vergleichbar zu BaFin, aber eben global und bei Tor Alexander. Er gibt in Zukunft alle Kryptowährungen frei. Nein, Ralf, du Uninformierter. Das war der Bitcoin-Guru, Andreas Antropoulos, der hat diese Kriterien festgelegt. Und wenn du dich mal ein bisschen informieren würdest, dann wüsstest du das auch. Das erzählt er auf seinen Vorträgen auch öfters, auch wenn du die Frage stellst. Allerdings hat er dann letztens statt 6, 8 Kriterien gebracht. Nee, also wichtig ist, gerade wenn so ein Zentralbankgeld, so ein digitales Zentralbankgeld, deswegen sage ich digitales Zentralbankgeld für jedermann, weil es gibt ja heute schon digitales Zentralbankgeld, aber nur für die Banken und auch nur für die Mitarbeiter der Zentralbanken. Die können über digitales Zentralbankgeld verfügen. So, und dieses digitale Zentralbankgeld, da hatte ich einen Podcast gehört von dem Alexander, weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, Bitcoin und Rock'n'Roll. Bechtel. Wie? Bechtel, Alexander. Bechtel, genau. Und er hat eine interessante Anmerkung gemacht oder interessante Unterscheidung, die fand ich recht gut. Und zwar zwischen dezentralen Geld und dezentralen Zahlungen. Glaube ich, war das. Und das eine ist, es war nicht dezentrales Geld, ich korrigiere mich, programmierbares Geld und programmierbare Zahlung, das war der Unterschied. Und programmierbares Geld ist ein Geld, was bestimmte Restriktionen eingebaut hat, das heißt, ich kriege programmierbares Geld und kann damit nicht beim Lidl und nicht beim Aldi einkaufen zum Beispiel. Und eine programmierbare Zahlung ist quasi wie so ein Dauerauftrag oder wie eine Wenn-Dann-Geschichte. Wenn der Ralf nicht artig ist, kriegt der Mario das Geld von mir zum Beispiel. Das wäre eine programmierbare Zahlung. Aber ein programmierbares Geld kann auch ein Verfallsdatum haben. Ich muss es halt bis zum Monatsende ausgegeben haben. Ansonsten macht es halt blub und es ist nicht mehr an meinem Konto verfügbar. Oder es kann negative Zinsen erfordern, wenn es zu lange auch oder zu viel ist oder zu aufbewahrt wird. Ja, ja. Das nennt man aber dann Schwundgeld und das gab es früher auch schon beim Chiemgauer, beim Wirgelschilling und bei anderen Währungen, Urstromtaler und so weiter. Genau. Hatten wir beim Chopartaler auch hier in Mittweida bis 2014. Das war also die Vorzeit des Bitcoin, aber gut. Ja, im Mai gab es natürlich auch noch was anderes. Es ist eine neue Blockchain, das sogenannte Internetcomputer von 0 auf Platz 10, stand heute auf Platz 11, gelauncht worden nach 4-5 Jahren Entwicklung. Und es wird sich aber erst noch zeigen müssen, ob das wirklich die neue Zukunft, propagierte Zukunft des Internet ist. Die sind sehr hoch gestartet. Und was meint ihr denn zu dem Internetcomputer? Ethereum ist der Internetcomputer. Ich dachte immer, Ethereum mit seiner Virtual Machine ist schon der Internetcomputer. Ja, das bin ich auch der Meinung, aber wie gesagt, die Kryptowelt und hat hier gesagt, ja, das ist was Neues. Definity nennt sich das Ganze seit 2016 als Foundation gestartet und sehr hoch bewertet mit dem Einstieg am, weiß nicht, 11. Mai war das, ja, glaube ich. Ich ärgere mich da nur, deswegen beschäftige ich mich nicht mehr damit, dass ich mich damals nicht für den Airdrop eingeschrieben habe
und das Geld nicht mitgenommen hat. Da warst du vielleicht noch ein bisschen zu unerfahren, ne? Ich bin da nicht weitergegangen, weil da musste man dann noch seine Daten angeben, seine richtigen und so. Aber da hat man ordentlich Geld bekommen, habe ich gehört, so, oder? $400 oder was man da in der ersten Zusorgung bekommen hat. Und für alle Zuschauer, Airdrop, das ist also wie Helikoptergeld oder Geld, was aus dem Flugzeug geschmissen wird. Und unten, wer es aufsammelt, sammelt es auf. Der hat Glück gehabt. Ich hatte keins. Ja, ich hatte ein bisschen, aber nicht so viel. Aber was macht denn das der Internetcomputer da anders als Ethereum? Funktioniert der schneller? Der ist wesentlich schneller mit Line Speed und kann auch selbstregulierend den Wert, den inneren Wert des ICPs, genannt Internet Computer Token, regulieren. Unheimlich viel Kryptographie. Ich habe diesen Launch, der 3 Stunden dauerte, Eröffnungslaunch, wo eigentlich nur erklärt wurde, was passiert, habe ich mir 3- oder 4-mal angeguckt. Ich glaube, man muss Kryptograf sein, um annähernd zu verstehen, was dort in der Basis abläuft. Es soll so sein, dass du dort ganz einfach neue Anwendungen, ich sag mal, kreieren kannst. Aber ohne Krypto, ohne der Computer läuft insgesamt, jede Applikation kostet irgendetwas Geld, Incentive. Und irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Das könnte auch bedeuten, dass dadurch, dass wenn es sich durchsetzen sollte, dass wir über unsere Daten selbst bestimmen und es gibt jetzt ja neue Ideen der sogenannten Datenökonomie, zumindest in den Förderprojekten, die in Deutschland laufen, zur digitalen Identitäten. Da wird auch von einer Datenökonomie des Einzelnen oder der Gruppen gesprochen, wo Ökonomiemodelle erarbeitet werden sollen. Was könnte es bringen, wenn jeder Einzelne seine Daten monetarisiert, also verkauft und nicht freiwillig, wie heute zu Google und Facebook und einen anderen zur Verfügung stellt? Und hier würde dieser Internetcomputer anrechnen, wo dann mit meinen Daten, die ich dann preisgebe, eventuell irgendwelche schönen Dinge gerechnet werden oder eine Video- oder Chat-Anwendung läuft, ich dafür bezahle. Das muss ich alles noch rausstellen und bis jetzt ist es relativ dezentral gestartet. Es gibt aber, könnte auch sein, dass die Algorithmik vielleicht mal versagt und dann sich da auch wieder viele dieser Internet-Computer-Token vielleicht in wenigen oder in der Foundation sammelt, die dann doch alles steuern können. Das muss man erstmal abwarten, weil ja bisher, das ist sehr viel Closed Source dabei, noch keiner dieser Algorithmen, die dort wirken, analysieren konnte. Mhm. Und wie immer bei aller Algorithmik, Open Source ist das eine, aber das Wirken in der Praxis ist das andere. Und das muss sich erst noch ergeben über die Zeit, über die Jahre. Und es gibt da auch eine neue Computersprache, die heißt Motoko oder Motoka. Da muss ich nochmal genau gucken. Da schwärmen einige von, andere sagen wieder, das ist totaler, ja, nicht lesbar und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube, das muss dann auch die Community, die dafür Anwendungen programmieren, entscheiden oder wird es entscheiden. Und dann werden wir weitersehen. Auf jeden Fall haben wir es auf dem Schirm und ich beobachte das. Und haben die eine eigene Blockchain? Ja, das ist das Internet-Computer-Protokoll ist die eigene Blockchain, ja. Und die haben eine Blockchain oder irgendwas anderes? Das ist eine Blockchain, ja. Naja, gut. Da habe ich mich irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt. Das ging dann irgendwie an mir vorbei. Ja, dafür sind wir ja 3 Personen und jeder hat so seine andere Schwierigkeit. Was sagtest du? Dafür sind wir ja 3 Personen und jeder hat so seine eigene Spezialität. Richtig. Sind wir durch mit den Neuigkeiten und den Nachrichten? Ja, was haben wir vergessen? Der irgendwie im Mai hat noch keiner gesagt von euch, der Bitcoin ist und die Kryptos sind jämmerlich in den Boden gefahren. Ja, das war doch, was ich vorhin meinte, dass ja der Bitcoin jetzt tot ist. Ich habe auch extra schwarz an, deswegen. Also, das hast du so nicht gesagt. Das gilt ja nicht für einen Bitcoin, sondern müssen sie allen nochmal sagen, die es noch nicht mitgekriegt haben. Alle Kryptowährungen sind ganz schön, haben an Wert verloren seit Anfang, Mitte Mai.
Also fast schon wertlos. Der Bitcoin ist nur noch dreimal mehr wert ungefähr wie zum, also wie so wie noch vor einem Jahr. Beziehungsweise eigentlich nur noch 10-mal mehr wert als vor einem Jahr, ne? Also es ist, das Ende ist nah. Ja, der Bitcoin ist tot. Da gibt es auch eine Homepage von mir. Da steht auch Aber die stimmt. Antwort drauf, ob er tot ist. Aber mir ist was anderes aufgefallen. Ich glaube, das war Mitte Mai. Und da habe ich mal durch Zufall bei CoinGecko geguckt. Und da war die Marktkapitalisierung von Ethereum ungefähr die Hälfte von Bitcoin. Aber das 24-Stunden-Handelsvolumen von Ether war fast so hoch wie das von Bitcoin. Das ist eigentlich schon eine ganze Weile so. Ja, richtig. Aber ich wollte es halt mal angemerkt haben, Ralf. Ja. Also das Interesse vor allen Dingen ist ja so, man darf für alle, die jetzt hier zuhören und die den Sarkasmus noch nicht rausgehört haben, der Preis ist eingebrochen. Ja, Elon Musk hat sich hingestellt und hat gesagt, der Bitcoin ist total ungesund und schlecht für die Umwelt. Aber was das alles an Technologien bringt und was im DeFi-Bereich passiert, das funktioniert weiter, egal ob der Elon sagt, dass es ordentlich ist oder nicht. Bei Barnbridge gibt es weiterhin feste Prozente, weiterhin mehr Prozente als aufs Sparkonto, was ich so im Überblick habe. Es gibt auch keine Negativzinsen. Es gibt ja manche, die sind schon von Negativzinsen betroffen. DeFi funktioniert weiterhin und Ethereum läuft auch weiter. Und vor allen Dingen, was Ralf vorhin angesprochen hatte, was Skalierungstechniken angeht, ist eine News noch. Der Christoph Jentsch, der war ja bei euch im Talk auch schon und hatte ja über Skalierungstechniken gesprochen. Und da hat er auch über Optimism, also eine der Roll-up-Möglichkeiten gesprochen. Und vor 3 Tagen ist das ein Projekt, das nennt sich Arbitrum. Arbitrum hat vor 3 Tagen seine Chain, seine Kette gelauncht, also gestartet. Eine Layer-2-Kette mit optimistischen Roll-ups sozusagen. Wer das Ganze, wenn das jetzt alles böhmische Dörfer sind, der kann gerne mal, wenn ich mich recht entsinne, die 8. Folge mit dem Herrn Jentsch sich anhören. Da erklärt er das alles. Also es kommen auch noch einige andere Skalierungstechniken bei Ethereum mit dazu. Ethereum ist auf dem Weg zur Besserung, was die Skalierung angeht. Und irgendwann wird auch Ethereum dann, wie der Ralf das schon sagte, mit den Transaktionen aller anderen Zahlungssysteme aufnehmen können. Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Ne? Genau, und das läuft, und das ist das Schöne, das läuft, egal was der Preis der Coins und der Token und der Münzen macht, ob der oben ist, ob der unten ist, die Leute, der Johannes Pfeffer zum Beispiel, der Sergej Kunz, die programmieren weiter an der Zukunft der Finanzen. Egal, ob deren Token jetzt 1 Million wert ist oder ein Euro oder 1 Cent oder 0. Es gibt Leute, die machen immer weiter. Und das ist das Schöne. Und ich habe den Eindruck, es werden mehr, Ja. die weitermachen. Es werden nicht weniger, weil die Ungerechtigkeit ja so zu und die Unzufriedenheit mit dem herrschenden System Fiatgeld und die Art und Weise der Verteilung so zugenommen hat. Und es sehen jetzt immer mehr Leute, dass vielleicht hier in dem ganzen Krypto ein bisschen Zukunft stecken könnte und mehr Gerechtigkeit. Natürlich muss man auch diese Kryptogerechtigkeit lenken und erkämpfen, ja. Sonst sammelt sich, wie immer, das ist ja in deinem Geldbuch, Tor, was du geschrieben hast, sehr gut beschrieben. Das sammelt sich immer wieder an den Sammelstellen, wo schon viel ist, kommt immer noch mehr hin. Und das will man ja vielleicht mal verändern. Aber mal gucken. Leute mit Koffern aus der alten Welt, oder Leute aus der alten Welt kommen mit Koffern voller Geld in die neue. Übrigens, hier mein Hintergrundbild, was man Ja. jetzt sieht, ja, das ist mal die Scheinheiligkeit, die Elon Musk mit seinem Tesla da immer zu dem Energie. Ja. Ja. Also ihr seht das ja, was das darstellt. Ja, Ne? du hast eine schöne Ladestation als Anhänger hinten dran, um quasi die Reichweite zu erhöhen. Des Teslas, ja. Genau. Aber der macht irgendwie sehr schwarzen Rauch, die Ladestation. Oder? Ja, Ja, da das hört es ja ist. nicht auf. Auch die Akkus vom Elon werden ja bestimmt auch ganz grün abgebaut, die Stoffe in den Akkus drinnen. Die werden bestimmt von den fleißigsten Kinderhänden
ganz fair gehandelt. Und, er hat den Bitcoin deswegen auch verkauft, weil genau es hier diese Finanzkritik gab, dass eventuell ein grünes Unternehmen mit seinen Zertifikaten, dass er seine Zertifikate als grüne Zertifikate auch verkauft. Ja. Wenn es aber Werte hat, die im Wesentlichen dann durch unsaubere Energie erzeugt werden, das ist auch noch eine Meldung im Mai, deswegen, das war der Hauptgrund, dass er sozusagen seine Firma offiziell vom Bitcoin Cash-Handel zurückgenommen hat, damit er diese Zertifikate zu handeln, dieses Recht nicht verliert, womit er einen Großteil des Tesla-Gewinnes zurzeit auch macht. Was aber totaler Quatsch ist, weil Bitcoin natürlich sich die billigste Energie sucht und natürlich auch, sagen wir mal, das ist in dem Artikel, den ich heute verlinken werde, auch nochmal sehr gut erklärt wird. Und wichtig, wir müssen endlich irgendwann mal eine Perspektive haben, wann wir die erste zivilisatorische Entwicklungsstufe erreichen. Und dazu brauchen wir Energieerzeugung und natürlich auch die Nutzung, den Verbrauch. Ja. Bevor wir das aber schaffen, eins noch, und dann können wir, glaube ich, von dem Thema weggehen. Der Elon hat ja auch getweetet, dass der Mai hat viel mit dem Elon Musk zu tun gehabt. Er hat sich mit den nordamerikanischen Minern in einem Konzil getroffen und die wollen jetzt grünen Bitcoin ausarbeiten. Habt ihr das mitbekommen? Es soll jetzt ökologisch gemeinten Bitcoin geben. Also... Ja, das können wir doch ganz einfach jeden Bitcoin ausdrucken mit grüner Farbe. Dann ist es ökologischer grüner Bitcoin. Ne? Wollten wir doch sowieso das Internet ausdrucken. Unsere Politiker wollten das doch machen. Neuland, ne? Oder so. Ja. Naja, gut. Also ich sehe jetzt hier keine Neuigkeiten mehr, aber gucken wir mal auf die nächste Folie. Und da ist so mein angekündigter Vortrag mal. Zwar wollte ich ein bisschen was sagen, warum beim Bitcoin der Preis so schwanken muss. Also es gibt in der Blockchain-Welt, das möchte ich nur kurz erwähnen, das Blockchain-Trilemma. Das heißt, ich habe ein Dreieck, wo ich drei Punkte habe, Skalierung, Sicherheit, Dezentralität. Und da kann ich zwei Punkte nur gut bedienen. Das heißt, wenn ich ein sicheres Netzwerk haben will, was sehr dezentral ist, dann kann ich das schlecht skalieren. So und ähnlich gibt es das Zentralbank-Trilemma, dem Bitcoin oder Kryptowährung logischerweise auch mit unterliegen. Und das Zentralbank-Trilemma will ich heute mal ein bisschen genauer erklären. Also bei dem Trilemma habe ich drei Punkte, die ich als Zentralbank gerne maximal umsetzen will. Einmal den freien Kapitalfluss. Ich möchte eine unabhängige Geldpolitik von den anderen Zentralbanken machen und ich möchte logischerweise auch feste Umtauschkurse haben, damit sich die Leute, die Nutzer meiner Währung nicht irgendwie beschweren. So, und das geht halt nicht. Wenn ich einen festen Umtauschkurs haben will und einen freien Kapitalfluss, dann muss ich, wenn die Nachbarzentralbanken ihre Zinsen anheben, dann muss ich meine Zinsen auch mit anheben, weil sonst fließt das Kapital zu denen hin und ich habe dann ein Problem mit dem Umtauschkurs. Der ist dann nämlich nicht mehr fest oder in einem bestimmten Bereich, sondern der bewegt sich dann zu meinen Ungunsten und zugunsten der Fremdwährung, wo das Kapital hinströmt. Und bei Bitcoin ist es so, ich habe generell einen freien Kapitalfluss bei den Kryptowährungen, bei Ethereum genauso, weil das ganze System an sich ja neutral und zutrittsoffen für jedermann global und auch zensurresistent ist. Das heißt, ich kann niemanden ausschließen und ich kann auch niemanden zwingen, das System zu nutzen. So, und die unabhängige Geldpolitik bei Bitcoin jetzt im konkreten Fall, aber auch bei Ethereum, die ist im Code programmiert. Also zur Geldpolitik gehört natürlich auch die Geldmengenerweiterung, die bei einer Zentralbank unkalkulierbar ist. Selbst die Zentralbank weiß nicht, wie viel Geld sie morgen erzeugen wird. Bei Bitcoin weiß ich, mit jedem Block kommen 6,25 Bitcoin in die Welt und bei Ethereum, weiß nicht, wie viel sind es, Ralf, aktuell? Das weiß ich nicht genau, da muss ich nachgucken. Kommt eine zweistellige Anzahl mit einer 1 von oder vielleicht sind es auch 6 oder 8 Ether. Irgendwas so in dem Dreh.
So, und das heißt, bei den Kryptowährungen, egal ob Ethereum, egal ob Dogecoin, egal ob Litecoin, Bitcoin oder was auch immer, bei den meisten zumindest, kommt eine feste Menge an neuem Geld in die Welt. So, und wenn ich halt einen freien Kapitalfluss haben will, oder den habe ich, und eine unabhängige Geldpolitik, die aber im Code programmiert ist, die ist auch fix, dann kann eigentlich nur noch der Umtauschkurs fließen. Und das ist das Dilemma oder das Trilemma, was wir haben, dass halt die Bitcoin-Preise oder Ethereum-Preise oder Ether-Preise nach oben oder nach unten ziemlich stark schwanken, weil halt die anderen zwei Punkte des Trilemmas fix sind. So, und deswegen bin ich da relativ entspannt. Da wird mal wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben und dann finden wieder alle plötzlich Ether und Bitcoin toll und dann gehen die Preise wieder alle nach oben. Und Chia finden auch ganz viele Leute toll zurzeit, weil es ja auch ganz grün ist. Ist das Logo grün? Nee, die Währung ist grün, weil man braucht nämlich keinen Strom, sondern nur Storage. Unendlich viel Festplattenspeicher. Und der ist ja bekanntermaßen, werden Festplatten ja auch aus Luft und Liebe hergestellt. Und werden handbetrieben wahrscheinlich. Das ja, ist ein kleines genau. Menschen, der dann das dann kurbelt und genau. Naja. Und also die neue grüne Währung. Ja. Auch aus dem Mai übrigens. Also. Du hast mich vorhin gefragt, also wir haben 116.115.611 Ether geschöpft. Wie bekommen pro Block? Block pro Block 2,5 ungefähr. Ja. Oh, das ist aber ganz schön zurückgegangen. Na. Aber dafür haben wir ja auch einen Block pro aller 15 Sekunden oder ja. So. Ne? Ja. Also selbst bei Ether schickt sich ja jetzt auch an, ein bisschen härter zu werden. Also vorher war es halt eine recht weiche Währung. Mir hatte auch die Geldpolitik, dass dann eine ziemlich große Anzahl pro Block in die Welt reinkommt. Das hat man ja jetzt auch wieder, führt man zurück. Und dadurch gewinnt natürlich Ether auch ein bisschen an Härte, aber kommt lange nicht an Bitcoin heran. Gibt es noch Fragen hier zu dem Zentralbank-Trilemma von euch beiden, von Ralf und Mario? Weil nee, ich habe dieses Dreieck nur halt in der Form geschickt bekommen, was du mir geschickt hattest. Ich kannte bisher nur das Blockchain-Dilemma. Auch sehr, aber das deins kannte ich noch nicht. Aber danke. Das ist nicht meins, das habe ich auch mal einen Artikel entnommen vom Jimmy Song, also diesen Bitcoiner da, den ich immer ganz gerne lese. So, ich glaube, das ist die letzte Folie, oder? Nein, hier gibt es noch was. DeFi-Erreichbarkeit. Oh, dann kannst du dich immer wieder produzieren, Mario. Produziere ich mich? Ich produziere uns einfach alle, würde ich sagen, denn wir alle gehören ja zu DeFi.jetzt. Wer unsere Talks sich gerne, unsere Gespräche und unsere Tutorials und unsere tieferen Einblicke, die wir noch so geben. Und wir haben ja auch einige Sachen, die es nicht bei Spotify und in den Podcast-Apps gibt. Wer sich das anschauen will und besucht uns doch gerne mal auf defi.jetzt. Außerdem findet man ja uns, wie gesagt, auch in einem Chatprogramm, das nennt sich Telegram. Kann sich auch gerne mal jeder runterladen. Jetzt, wo WhatsApp ja auch immer mehr Daten sich holt, sind wir auch auf einem Telegram-Kanal verfügbar, auf dem wir alle Inhalte, die wir produzieren, euch auch chronologisch aufordnen im Telegram-Kanal defi-jetzt. Haben auch einen Chat-Kanal, in dem könnt ihr uns Fragen stellen gerne. Da 3-4 Nutzer, würde ich sagen, die sich aktiver beteiligen, haben wir schon. Und wenn ihr dann Fragen habt oder Anregungen auch zu unserem Podcast, kommt gerne in defi-chat im Telegram. Dort warten wir alle auf euch und unterhalten uns gerne mit euch. Und dann, wie gesagt, sind wir ja in den Podcast-Apps, die ich vorhin auch schon genannt habe, zum Beispiel Spotify oder Google Podcast, Breaker, Radio Republic und Anchor. Aber Anchor selber ist ja von Spotify. Überall dort sind wir verfügbar. Wir würden uns über eine Abonnierung freuen und natürlich auch, wenn ihr uns folgt auf den jeweiligen Kanälen, die ihr angesprochen habt. Na? Wir hoffen, es hat gefallen heute wieder und freuen uns auf den nächsten Podcast. Ne? Ja. Genau. Bis bald. Bis demnächst. Tschüss.